ein Henker und ein Dieb erringen höchsten Ruhm und Ehren, derweil auf einem Markt, als wolle er bekehren, die Menge fühllos ohne Herz, hört man den Sänger, der hinausschreit seinen Schmerz. Ich bin geboren am 24. Juni 1917 in Davos in der Schweiz. ...1933 bekam wir ein Schreiben, oben mit einem Hakenkreuz. Wir müssten als Staatsfeinde Deutschland verlassen. Vater wollte nach Russland fahren. Ich wehrte mich mit Händen und Füßen. Es singt und knarrt der alte Bauernwagen, vorüber zieht das flache Land mit Busch und Strauch. Kapelle grüßt mich wie in fernen Tagen und dann ein Kreuz wie letzter Lebenshauch. Und wieder krank ich an der sanften Trauer, beim Duft des Hafers, den der Wind herüberträgt, sehe ich den Glockenturm und seine weißgetünchte Mauer, hebt sich die Hand, die wie von selbst das Kreuzeszeichen schlägt. Ja, und nun zu einer der schönsten Geschichten der russischen Klassik, Tschechows Kuschnaja Istoria. Hatten Sie so viel schon übersetzt? Ja, ich habe eine Menge gemacht. Schuld und Sühne. Mhm. Ja, bei Krieg und Frieden. Nicht Verbrechen und Strafe. Das ist eine Fehlübersetzung. Mhm. Im atheistischen Moskau wurden Kirchen abgerissen. Um nicht alles zu verbrennen, wurden Balken, Bretter und so weiter verkauft. Vater konnte dicke Balken kaufen. Und alles andere dazu. Und 20 Kilometer entfernt von Moskau, in Peredelkino, wurde unser Haus gebaut. Ja, Wodka trinkt man in Russland in einem Schluck, Tee trinkt man langsam. Да, о чем сейчас говорить? Подожди, что я забыл? Подожди минуточку. Ты забыл сказать о Блохе расскажи, о Коде расскажи. Да, я хочу. Ты помнишь это? Одну минуту. Я бы хотел о Михалкове кое-что сказать. Потом расскажешь. Я, ich würde natürlich sehr gerne aus einem sehr schönen Buch vorlesen, und zwar von Kataev, einem wunderbaren Stilisten und einem absoluten Zyniker. Am 22. Juni, ein Nachbar kam gelaufen, es ist Krieg. Die Deutschen flogen nach Moskau und ich überlegte, mein Gott, vielleicht sitzen in diesen Flugzeugen ehemalige Freunde von mir. In den Gärten Splittergräben, nirgendwo ein Schein. Kinder, so verwaist daneben, ach, ihr Kinderlein. Stickig ist's im Bunkerschacht, Aug vor Tränen blind. In der Wüstenbombennacht leise singt ein Kind. Ich war geprägt durch die Weimarer Republik, durch das demokratische Denken, und ich wusste, in welcher Zeit und an welchem Ort ich mich befand. Also machte ich das, was seinerzeit einer der sehr Großen gemacht hatte, nämlich Pasternak.
ich übersetzte. Das Sprichwort Namiru ist mir krasna heißt übersetzt etwa, in Gesellschaft ist selbst der Tod schön, also erträglich. Mhm. Naja, ich würde es lassen. Mhm. Ihr bleibt bei meinen Worten kalt. Euch, guten Kindern, lass ich's gehen. Bedenkt, der Teufel, der ist alt. So werdet alt, ihn zu verstehen. Was mich sehr fasziniert hat, war eine Unterhaltung mit Boris Pasternak über seine Übersetzung des Faust von Goethe. Boris Leonidowitsch sprach etwas nasal und sagte, ja, der zweite Teil, das ist das reinste Abracadabra. Und daraufhin sagte ich ihm, wissen Sie, beim Übersetzen muss man doch den Sinn ausloten. Wie haben Sie das gemacht? Und da lachte er und sagte einfach, ach, wissen Sie, ich habe aus Abracadabra, Abracadabra gemacht. Ja, soll ich eingießen? Am Abend klopfte an bei mir der Ernst des Lebens. Er hatte mich am grauen Haar erkannt. Doch vor mir lag Rabelais. Ein Gläschen stand daneben. Drum hat er sich auch dieses Mal beleidigt abgewandt. Ich muss das finden. Ich würde es nicht als Sünde werten, dass unsere nimmer satte Mannespracht bestellt nicht nur das eigene Gärtchen, doch auch in Nachbarsgarten sich ein wenig nützlich macht. Das wäre ein guter Mann. Nicht Lischka Mnoga. Naja, man kann ja sehen. Ne?